Der Arcade-Klassiker Arkanoid von Entwickler Taito bekommt eine Neuauflage für moderne Konsolen und den PC. Arkanoid wurde 1986 von Entwickler Taito unter der Feder von Akira Fujita auf den Markt gebracht. Das Spiel gehört zu den bekanntesten Klonen des von Atari und Steve Wozniak entwickelten Arcade-Klassikers Breakout, der als Arcade-Automat 1976 erschienen ist. Arkanoid ist aber kein 1:1-Klon, sondern erweitert das Spielprinzip von Breakout um verschiedene Power-Ups, gegnerische Raumschiffe und Laserkanonen. Erschienen ist Arkanoid unter anderem für den C64, den Amiga, den MSX, den Atari 800XL, Atari ST, Schneider Amstrad, CPC, den TRS-80 und auf dem ZX Spectrum. Ein Brett oder auch Schläger, ein Ball und ein paar Power-Ups mehr brauchte es damals nicht, um Spieler auf der ganzen Welt zu faszinieren. Für heutige Spieleveröffentlichungen würde das vielleicht nicht mehr reichen, aber Entwickler Pasta Games und Publisher Microids haben sich für Arkanoid Eternal Battle einiges einfallen lassen, was das simple Gameplay ordentlich aufpeppt. So wurde Arkanoid Eternal Battle um zahlreiche Modi, neue Power-Ups und natürlich einen neuen Look erweitert. Insgesamt können in 4 neuen Spielmodi die Spaceballs zerstört werden. Die verschiedenen Modi erzählen euch dann die spannende Geschichte des vom Mutterschiff getrennten Raumschiffs Vaos. Nach dem Angriff von Doe auf das Mutterschiff Arkanoid muss sich das Rettungsraumschiff Vaos nämlich auf eine lange Reise durch das interdimensionale Labyrinth begeben, um Doe am Ende zu zerstören. Folgende Spielmodis könnt ihr spielen. Neo. Im Singleplayer-Modus könnt ihr das klassische Gameplay von Arkanoid genießen. Allerdings wurden in dieser Variante neue Power-Ups und Spacewalls eingefügt. Retro. Ihr wollt die Arcade-Fassung des Spiels noch einmal genießen? Dann ist dieser Modus genau der richtige, denn er erhält die Originalfassung des Spiels. Der Versus-Modus. Zum ersten Mal könnt ihr mit 2 bis 4 Spielern in Splitscreen-Modus gegeneinander antreten. Das Gameplay orientiert sich dabei aber eher am Neo-Modus. Und dann zu guter Letzt haben wir noch das Eternal Battle. Mit bis zu 25 Spielern könnt ihr in einer Art Battle-Royale-Modus gegeneinander online antreten. Durch Spezialkräfte könnt ihr eure Gegner ordentlich unter Druck setzen und euch einen Vorteil verschaffen. Gewinner ist, wer als letztes übrig bleibt. Um die Leistung der Spieler in den 3 Hauptmodi Neo, Retro und Eternal Battle zu würdigen, wird es nach der Veröffentlichung eine Online-Bestenliste geben, in der die besten Spieler sich mit ihrem Gamertag verewigen können. Für die passende Stimmung und ein wenig Nostalgiegefühl sorgt dann auch der Original-Soundtrack, der von Xavier Fury komponiert wurde. Wenn ihr das Spiel vorab ausprobieren wollt, dann schaut doch mal bei Steam vorbei. Dort ist eine Demo-Version verfügbar. Ansonsten kann die Neuauflage des Klassikers Ende Oktober auf dem PC, der Xbox Series XS, PlayStation 4, PlayStation 5 und auf der Nintendo Switch gespielt werden. Habt ihr das Original damals gespielt? Was haltet ihr von der Neuauflage und wäre sie etwas für eure Sammlung? Schreibt es uns in die Kommentare.